Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Ich war heute noch schnell nach Feierabend im Lidl für euch, um die Pizzatasche zu besorgen. Die gibt es gerade im Aktionsangebot dort. Pizzatasche Bolognese, Käse und Schinken und Käse, glaube ich auch. Ich habe nur noch die Sorte Bolognese bekommen. Es war fast ausverkauft in meinem Lidl, also habe ich echt noch Glück gehabt. Und es ist Dienstag, ihr Lieben. Ne? Also Montag war es da. Heute fast schon weg, vielleicht kommt es ja auch nochmal wieder, das hoffe ich auch, dann lohnt sich das Video gleich doppelt, dass die Pizzatasche wiederkommt und dass sie auch lecker ist. Dafür muss sie auch erstmal lecker sein. Ja? Also sie macht auf jeden Fall neugierig. Vielen lieben Dank an Maren und André und an alle anderen, die mich auf Instagram auf dieses Angebot hingewiesen haben. Ich war so getriggert, ich musste jetzt einfach in den Lidl und das für euch jetzt noch direkt testen. Und ich hoffe, dass ihr das auch noch bekommt in eurem Lidl. Bei mir war es fast weg, aber wie gesagt, mal schauen. Spannend an dieser Pizzatasche ist nicht nur der Name Pizzatasche, sondern dass man es im Backofen und in der Mikrowelle machen kann. Ich habe mir gedacht, meine Güte, heute mal ganz besonders, ich mache es für euch parallel im Backofen und in der Mikrowelle. In der Mikrowelle braucht eine Pizzatasche nur 2 Minuten bei 900 Watt. In dieser Verpackung sind 3 Pizzataschen à 120 Gramm und sie hat mich 2,59 Euro gekostet. Also für 360 Gramm. Manche Pizza ist ja auch so um die 400 Gramm mittlerweile groß. Da kann man das so ungefähr einordnen. Bei der Mikrowelle nimmt man tatsächlich die Plastikfolie ab. Hey, im Backofen auch. Aber man hat hier noch so ein Backding unten runter. Seht ihr das? Das machen wir auch in einem Back. Das glaube ich in der Mikrowelle richtig gut auf. Und ich bin auch der Meinung, im Backofen, so 2 kleine Taschen im Backofen zu machen, ist schon eine kleine Energieverschwendung. Aber in meinem Fall entschuldige ich das damit, dass ich euch mal das Ergebnis zeigen kann im direkten Vergleich. Und ich glaube auch, vorab schon ein bisschen gesagt, dass der Geschmack so viel schlechter aus der Mikrowelle gar nicht sein kann, dass die Mikrowelle einfach in der Energiebilanz da gewinnen wird. Nichtsdestotrotz, was machen wir zuerst mit diesen 3 Taschen? Wir wiegen die mal ab, ihr Lieben. Das machen wir jetzt direkt. So, ihr Lieben, so sieht die Pizzatasche auf der Verpackung aus und so sieht sie in echt aus. Und ich bin jetzt so ein bisschen überrascht, weil ich hätte gedacht, dass die an der Seite auch zu ist. Aber ihr könnt sehen, die ist an der Seite so offen quasi. Mhm. Und ich hätte auch gedacht, dass es so ein bisschen voluminöser noch ist. Aber erstmal wiegen wir mal die Pizzatasche ab, ihr Lieben. Also man rechnet ja immer so ein bisschen mit mehr Füllung. Ne? 132 Gramm. Wenn ich so runternehme, ist die Waage bei 0. Das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Ihr seht hier unten drunter ist nochmal diese Pizza-Pocket-Verpackung für die Mikrowelle. Und die nächste Pizzatasche hat auch 132 Gramm, absolut korrekt. Und die dritte Pizzatasche wiegt 130 Gramm, auch noch im Rahmen. Das soll da, steht auf der Verpackung drauf, 3x 120 Gramm. Und so sieht sie aus. Und so sehen die Pizzataschen nach ungefähr 10 Minuten im Backofen aus. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Füllung jetzt so ein bisschen aufgebläht hat. Die sind also größer geworden. Interessant. 15 Minuten im Backofen brauchen sie und nur 2 Minuten in der Mikrowelle. Das Duell beginnt jetzt. Ist natürlich klar, wer zeitlich gewinnt. Für die Mikrowelle haben wir so einen kleinen Mini-Backofen. Ich das Ganze einfach mal. Es ist so beschichtet wie die Dinger aus der Mikrowellen-Pommes. Kennt ihr die Verpackung von den Mikrowellen-Pommes? Die sind auch so beschichtet. Beziehungsweise die von den McCain-Mikrowellen-Pommes hat auch so eine Beschichtung, meine ich. So, da kommt das rein. Und dann geht es jetzt in die Mikrowelle. 2 Minuten 900 Watt. Danach macht man es auf und lässt es noch 2 Minuten lang kühlen. Deswegen insgesamt 4 Minuten braucht man da aber auch. Beziehungsweise im Backofen lässt man es am besten auch kühlen, wenn man es dann nachher isst, ihr Lieben. Sonst verbrennt man sich nämlich schön den Gaumen. Und ich nehme euch jetzt mal mit in die Mikrowelle. Und ich denke mal, ich brauche da auch keinen Deckel. Das kann ich einfach so reinmachen. Richtig schön praktisch. Was haben wir gesagt? 900 Watt und 2 Minuten. Perfekt. So. So, ihr Lieben. So sehen die Pizzataschen nach 15 Minuten bei ca. 180 Grad im Backofen aus. Und gerade hat es gepiept. Das war die Mikrowelle, nehme ich euch mal direkt mit. Und da ist nämlich gerade auch die Pizzatasche fertig geworden. Die könnte vielleicht ein bisschen heiß sein, obwohl es geht. So sieht sie
nach 2 Minuten in der Mikrowelle aus. Und die ist gar nicht so aufgegangen wie die andere Pizzatasche. Aber schauen wir mal. So, ihr Lieben, und jetzt dürft ihr noch mal raten. Eine von den beiden Pizzataschen wird heute Germany's Next Topmodel werden. Nein, natürlich nicht. Was ein schlechter Witz. Eine war in der Mikrowelle und eine war im Backofen. Obwohl, ich finde, so als Germany's Next Topmodel hätten die auch durchaus Chancen. Oder was meint ihr? So, Backofen oder Mikrowelle, Mikrowelle oder Backofen. Ihr habt es schon erkannt. Ich zeige es euch von der Seite. Oh, das ist wirklich sehr, sehr nah auf. Richtig. Das hier ist die Mikrowelle, also ein bisschen weicher, aber gar nicht so labbrig wie angenommen. Und das hier ist der Backofen. Da ist es richtig knusprig. Und ich werde gleich mal in beide reinbeißen, ihr Lieben. Doch bevor ich beiße, wird nochmal geschnitten, damit ihr auch wirklich den Unterschied auch hören könnt. Aha. Das war jetzt hier echt die Backofen-Variante. Und das hier ist die Mikrowellen-Variante. Und da seht ihr auch so, das ist jetzt gar nicht so mega groß, der Unterschied. Oder? Ich hätte es auch 20 Minuten lang im Backofen reinmachen können, aber das wäre, glaube ich, echt übertrieben gewesen. Das wäre echt zu lang gewesen. So sieht es aus. Okay, man muss sagen, dass die Backofen-Variante wesentlich besser steht, aber trotzdem. Wir starten mit der etwas weicheren Variante aus der Mikrowelle. Etwas weicher, aber nur 2 Minuten. Eine wirklich leckere Bolognese aus Rinderhack. Schwein habe ich auf der Verpackung jetzt nicht entdeckt, also kein Schweinehack. Das seht ihr aber noch mal am Ende des Videos, seht ihr noch mal ganz genau die Zutaten. Ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber es ist nur Rinderhack drin, so habe ich es auf den ersten Blick gesehen. Und der Käse zieht sich auch ganz gut und ist ein Grund, wenn der Käse so im Bart hängen bleibt, wo ich selbst überlege, soll der Bart dranbleiben oder nicht. Ich überlege mir das noch. Ich lasse ihn aber noch ein bisschen wachsen im Bart. Ich muss nur aufpassen mit dem Käse. Oh Gott. Geschmacklich aus dem Mikro, ganz ehrlich, viel, viel besser als erwartet. Ich mag diesen Bolo-Geschmack, es ist auch Rinder. Schmeckt man auch, wenn es wirklich nur Rinder schmeckt, es ja ein bisschen anders. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich bin mal gespannt, ob der Backofen jetzt einen großen Unterschied macht. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr aufgegangen ist. Kann aber auch ein Zufall gewesen sein. Die dritte Pizzatasche ist übrigens noch im Backofen. Ich habe 2 genommen, damit ihr noch ein bisschen raten konntet jetzt hier fürs Video. Naja, ist ein bisschen knuspriger jetzt. Aber ganz ehrlich, ich beiß noch ein paar Mal rein. Ein bisschen knuspriger, sogar ein bisschen trockener geworden in dem Fall. Was ja auch klar ist, 18 Minuten bei, beziehungsweise 15 Minuten bei 180 Grad, da wird es mal trockener. Auch ein bisschen knuspriger. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Mikrowelle auch noch beim Geschmack gewinnt. Bei der Zeit war ja klar, aber geschmacklich finde ich das im Mikro echt besser. Und cool ist das, ein bisschen feuchter. Das klingt ein bisschen bescheuert, ne? Aber es ist nicht ganz so trocken. Wenn man vergleicht, man sieht, ist ja fast gar kein Unterschied. Hier ist die Mikrowelle, da ist der Backofen. Ich beiße mal in die Mikrowelle rein. Beziehungsweise in die Mikrowellenversion. Ne, Mikrowelle gewinnt. Und das auf allen Ebenen. Zeit, Energie, Geschmack. Mikrowelle hat in dem Fall gewonnen, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn ihr mich weiterempfehlt, das Video weiterempfehlt und teilt, ihr Lieben. Ihr wisst es, bald ist es soweit. 3 Jahre Junkfood-Guru. Mal gucken, was wir noch alles erreichen können auf dem Kanal. Würde mich echt freuen. Vielleicht schaffen wir bald nochmal die 20.000 Abos. Bis zu meinem 3-Jährigen am 16. März werden wir es, glaube ich, nicht schaffen. Aber ich freue mich trotzdem über jedes neue Abo und über eure Treue. Vielen lieben Dank, dass ihr schon so lange dabei seid. 3 Jahre Junkfood-Guru. Krass, oder? Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt hätte ich es fast vergessen, ihr Lieben. 3 Jahre Junkfood-Guru und was hätte ich vergessen? Die Punkte zu vergeben. Aus der Mikrowelle bekommt der Pizzataschen-Snack Bolognese 8 Punkte. Da ist er wirklich
Sehr lecker, finde ich wirklich gut geworden. Und aus dem Backofen ist er mir zu trocken, da bekommt er 7 Punkte, ihr Lieben. Mikrowelle 8 Punkte, ist wirklich ein ganz solider, leckerer Pizzasnack, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr, wie gesagt, den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!